Audio Jungle. Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin ZDBio, begrüße euch ganz herzlich hier zu dieser Sonderfolge. Ja, gestern war das Lotus-Simulator-Treffen in Hannover im Straßenbahnmuseum. Wir waren ja nun vor Ort gewesen und haben uns das Ganze mal angeschaut und müssen sagen, das war ein sehr, sehr geiler Tag gewesen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die da waren, die mich dann tatsächlich auch wiedererkannt haben. Also das ist schon eine schöne Sache. Wir hatten schöne, nette Gespräche gehabt auf jeden Fall. Ja, es war einfach alles, es war super gewesen. Es hat nicht geregnet, es war zwar kalt, aber es hat nicht geregnet. Und alles, was wir eigentlich da gesehen hatten, war eigentlich genauso, wie man es sich vorgestellt hatte. Ja, der Ort Wemingen an sich, der ist halt nur minimalistisch klein. Ich selbst bin ja dann da durchgefahren mit dem Auto und dachte mir so, was soll hier sein? So. Ja, aber tatsächlich, es gab halt wirklich Straßenbahnmuseum in diesem Ort. Und was wir da so gesehen haben, das habe ich hier euch in einem Video hier zusammengeschnippelt. Das könnt ihr euch dementsprechend mal angucken. Da, so seht ihr das, so sieht das Ganze aus, ja, wenn man hier zum Beispiel auf dem Parkplatz steht, ja, guckt man da so ein bisschen, ja, ins Weite nichts. Aber es war, wie gesagt, es war schön gewesen. Hier sehen wir die ganzen Straßenbahnmodelle. Wir sind da lang gelaufen, ich weiß gar nicht, ich war irgendwann so um 12 Uhr denn da gewesen und Hobbyfilmer, ja, also der Hobbyfilmer, hat dann schon auf mich gewartet und dann sind wir da zusammen, da wirklich, wir waren den ganzen Tag, sind wir eigentlich da zusammen da durchgelaufen durch das Museum. Wir sind mit Steven und wir sind mit Dominik halt mit der Straßenbahn mitgefahren. Das war schon eine ziemlich coole Sache. Haben uns mit dem Steven von Lotus unterhalten, so ein bisschen ein paar Details noch so ausgewechselt. Also an sich, wie gesagt, es war richtig, richtig gelungen. Und es gab sogar eine Berliner Bratwurst. Und die Frau, die hat auch sofort erkannt, dass ich Berliner bin. Warum wohl? Nee, auf jeden Fall war das wirklich ein richtig, richtig toller Tag gewesen. Also das war auf jeden Fall mal lohnenswert gewesen. 2,5 Stunden ging das Ganze mit dem Auto. Morgens, ich weiß gar nicht, um 9 bin ich irgendwann so losgefahren. Und ich war irgendwann so halb 12 war ich denn da gewesen. 11:45 muss das irgendwie gewesen sein. Und dann, ja, ging es dann eigentlich schon den ganzen Tag da durch. Haben uns, wie gesagt, das Ganze angeguckt. Und was natürlich absolut gigantisch ist, ich habe richtig viele Bilder vom T24 machen können. Vom Innenraum und von außen natürlich. Das war alles ziemlich cool und hat mir ziemlich gut gefallen. Wie gesagt, außer dass es halt ein bisschen kühl war an dem Tag. Aber sonst, konnte man halt ins Museum direkt noch reingehen, konnte da zum Beispiel mit einem Simulator da noch fahren. Die hatten da so ein Fahrpult da aufgestellt und alles sowas. Ja, das war dann der Microsoft Train Simulator gewesen, den sie da so ein bisschen mit so einem Rail Driver da ausgestattet hatten. Das war also ziemlich cool. Man konnte sich da Busse anschauen, Straßenbahnen halt als Modell. Ja, man konnte natürlich da auch ordentlich Geld shoppen. Also nicht Geld shoppen, sondern Geld lassen, shoppen gehen, so sollte das eigentlich sein. Und im Großen und Ganzen halt, wie man es halt von einem Museum kennt. Ich fand aber, dass das Gelände schon echt, echt groß war. Ja? Also da konnte man schon ein bisschen laufen. Wenn man dann halt mit der Straßenbahn mitfährt, ist es dann natürlich noch weitläufiger gewesen. Es war schon cool. Also was da schon alles rumstand, war schon eine ziemlich gigantische Sache. Sogar der KT4D steht bei denen da auf dem Gelände. Ja, und dafür, dass es das Museum, glaube ich, noch gar nicht so lange gibt, habe ich jetzt nachgelesen. Irgendwie, ich habe mir auch sogar noch so einen Führer besorgt. Ich guck mal gerade. Sehe ich jetzt auf 23 Jahre. 23 Jahre gibt es das Museum jetzt erst. Und entstand ursprünglich halt als Abstellwerk und wurde dann irgendwann zu einem Museum. Also ziemlich coole Sache. Auch das mit dem Schaffner, da kam dann, wenn du mit der Straße mal mitfährst, ich glaube, was hat der Eintritt gekostet? 6,50 oder irgendwie sowas war es gewesen. Konnte man sogar einmal den Kosten halt mit der Straßenbahn mitfahren und wenn er halt nochmal fahren wollte, musstest du 1 Euro bezahlen. Da ist dann so richtig ein Schaffner der durchgelaufen. Das war schon alles ziemlich authentisch gewesen. Also das war schon, doch, das musste man auf jeden Fall mal erlebt haben. Gerade wenn man mal mit so einer alten Straßenbahn fahren möchte. Die Auswahl war auch super. Ja, da war dann halt nicht nur eine Straßenbahn, mit der du mitfahren konntest. Du konntest entweder mit dem KT fahren, mit dem T24 konntest du mitfahren. Leider war der T24 dann aber schon abgestellt gewesen, wo wir denn hätten zum Beispiel mitfahren wollen. Naja, somit war es leider die nicht mehr gewesen. Aber sonst, wie gesagt, haufenweise Bilder konnte ich davon machen. Hier, wir sind mit dem
Hannover Triebwagen 181 denn gefahren. Ja, aber es war ja natürlich nicht alles gewesen. Wir sind ja jetzt nicht nur wegen den Straßenbahnen da hingefahren und haben uns das alles angeguckt, sondern es gab natürlich auch ja, einiges zum Lotus zu sehen. Hier muss ich sagen, es tut mir leid, besser konnte ich das Ganze echt nicht aufnehmen, weil ich das Ganze mit dem Handy aufnehmen musste. Ich hatte zwar gefragt gehabt, weil ich extra so einen Stick vorbereitet hatte mit eine Portable OBS-Version. Das konnte ich leider aber nicht anschließen. Da muss ich mich beim Steven bedanken, ja, dass ich das Ganze überhaupt aufnehmen durfte. Auf jeden Fall hat man hier das erste, ich glaube, das war das Düsseldorf-Addon, welches man jetzt hier aktuell sieht. Und das Hamburg-Addon sehen wir auch gleich noch. Und das Hamburg-Addon, muss ich aber sagen, das hat mich doch ein bisschen überrascht, weil da so sind so kleine interessante Sachen drin, die ich persönlich ziemlich cool fand. Also das Hamburg-Addon, das hat mich doch schon irgendwie mega angefixt. Also das sieht halt auch super aus, ja. Konnte man natürlich dort spielen mit Virtual Reality und natürlich ganz normal halt, ja. Die hatten da sogar noch so ein Pult aufgebaut gehabt, so ein bisschen wie so ein, jetzt komme ich auf den Namen einfach nicht. Naja, jedenfalls, dass du damit halt nicht mit der Tastatur spielen musstest. Mit dem Sollwertgeber, jetzt habe ich es. Mit dem Sollwertgeber, die haben da irgendwie so eine eigene Konstruktion gebaut. Also das sah auch sehr interessant aus. Und dann, wie gesagt, das Ganze natürlich mit VR ist natürlich eine absolute coole Sache. Ja, Hobbyfilmer hat sich da hingesetzt und hat sich da mal rangetraut. Meinte aber danach dann auch gleich, ja, ihm ist schon sehr schwummerig geworden. Ja, VR ist halt schon wirklich sehr intensiv. Das muss man mal lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, konnte man das hier alles anspielen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall von den beiden Addons zumindest schon mal so gesehen habe, sie sind noch nicht weit. Also da wird es wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus, noch einige Zeit auf jeden Fall dauern, bis wir da spielbares Material bekommen. Ja, da muss man mal gucken. Aber es sieht halt sehr, sehr detailliert aus. Also wenn ich mir das hier so angucke, ja, dann sieht das schon schick aus. Hier sehen wir zum Beispiel die Hamburger Straßenbahn. Ja, und da habe ich mal so ein bisschen zugehört, wie der Entwickler da halt mit jemandem gesprochen hat und wie sie das Ganze natürlich so bauen und so basteln. Also das klang auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe mich mit keinem Entwickler unterhalten, weil ich das an sich mag ich das nicht. Weil die Entwickler, es ist meistens immer so, ja, die versprechen dann allen was von weiß ich was. Ja, lieber mache ich mir da selber mein Bild und gucke selbst dann halt, ne, und dann sieht man das. Aber hier seht ihr jetzt, ne, das ist wie gesagt das Hamburg-Addon. Und da ist zum Beispiel eine Funktion dabei, ja, da kannst du dich zum Beispiel umdrehen und kannst halt eine Kasse bedienen, ja, das ist so eine kleine Gimmicks, die ich persönlich ja sehr schau finde. Und leider jetzt hier nicht im Video vorhanden, ist es zum Beispiel so, wenn man von außen mit der Straßenbahn fährt, da ist oben am Stromabnehmer so eine Rolle dran, ne? Und die rollt sich halt auch wirklich mit. Also das ist schon sehr gigantisch, wie detailreich da wieder mal dran gearbeitet wird. Also Hamburg ist so mein absoluter Favorit gerade. Auf jeden Fall, was ich da so gesehen habe. Ja, und natürlich konnte man sich auch mit dem Entwickler unterhalten. Ich habe sie jetzt natürlich endlich mal alle gesehen. Jetzt habe ich auch zu jedem Namen auch mein Gesicht. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ihr hört mich ja wahrscheinlich jetzt auch nur und wisst aber so in etwa nicht, wie ich jetzt aussehe oder sowas, ne? Und dann malt man sich ja immer so Fantasien aus, ne? Man stellt sich dann denjenigen dann halt vor, was dann da so ankommt und so, ne? Und jetzt weiß ich halt so, okay, das ist, ja, und ja, das ist so hat man dann jetzt langsam auch mal so einen jemand, der jetzt halt nicht nur als Name existiert, sondern halt auch als Person halt. Und ja, muss ich schon sagen, das ist schon eigentlich auf jeden Fall, was ich so gesehen habe vom Weiten. Ich beobachte halt relativ viel, ne? Schon eine lustige Truppe auf jeden Fall. Ja, das, wie gesagt, sind die Addons, zumindest was man da so sehen konnte. Es gab natürlich aber auch den Stand mit den Fanartikels, ja, und da haben wir für euch da natürlich auch was Kleines mitgebracht. Und zwar, ihr könnt dieses ganze Paket hier einmal gewinnen, ja, also das bezahle ich aus meiner eigenen Tasche. Wenn ihr das haben möchtet,
diese Fanartikels. Denn schreibt mir einfach in die Kommentare rein, ja, warum gerade ihr dieses Paket haben wollt. Ja, so Kommentare wie, ich habe noch nie gewonnen. Ich persönlich habe auch noch nie gewonnen und die zählt nicht. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare rein, warum gerade ihr. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, dem ihr das zum Beispiel schenken wollt. Ne? Dann könnt ihr das ja natürlich dann auch hier in die Kommentare posten, selbstverständlich. Ja, was ist dabei? Es sind natürlich zwei leere DVD-Schachteln. Ja, ich betone extra leer, weil es kam irgendwann das Gerücht auf, dass hier wohl die Keys drin sind von Streets of Lotus. Was natürlich wenig Sinn macht, wenn das Ganze ja sowieso noch nicht irgendwie so veröffentlicht worden ist. Ja, wie soll man die Keys denn halt benutzen können? Also das ist natürlich nicht bei, es handelt sich hier beide um wirklich Leerhüllen, ja. Also da sind halt, die sind vorne bedruckt, die sind hinten bedruckt, ja. Und die kann man sich halt ganz gepflegt dann halt, ja, irgendwo hinstellen. Aufkleber haben wir, Postkarten haben wir, Bierdeckel, also nicht Bierdeckel, hier so eine Bieruntersetzer haben wir. Ihr bekommt einmal den Führerschein, wo aber auch nicht nur Bus draufsteht, sondern da ist jetzt auch Straßenbahn mit drauf. Also somit habt ihr die offizielle Lizenz, ihr könnt damit beim fahren. Ja, interessant. Und ein Dienst- und Fahrbericht und den Schlüsselanhänger. Das Ganze, weiß ich nicht, was das jetzt gekostet hat, aber ich glaube, also wenn man die Bierdeckel, also die Bieruntersetzer, die sind nicht komplett. Da gab es, glaube ich, noch drei oder vier andere Sachen. Also das reiht sich dann praktisch auf wie das Lotus-Ladebild. Ich glaube, im Großen und Ganzen hat das alles zusammen irgendwie was mit 35 Euro, 40 Euro gekostet. Und ja, nicht günstig. Nee, wartet mal. 30 Euro muss das irgendwie gekostet haben. Ja, keine Ahnung. Das ist 30 Euro oder sowas muss es gewesen sein. Es ist wurscht. Auf jeden Fall, wie gesagt, könnt ihr davon einmal gewinnen, wenn ihr Lust da habt. Einmal ist halt da, ist halt verfügbar. So, und das war es doch schon. Oder habe ich was vergessen? Ja, natürlich habe ich was vergessen. Und zwar eigentlich das größte Ding von allen eigentlich. Geht es hier natürlich um, ja, Streets of Lotus. Na, wenn da schon das Bild da ist, dann möchte man natürlich auch ein bisschen was sehen. Aber auch hier muss ich sagen, es wird einfach nur, also wir haben es halt einfach nur mit dem Handy abgefilmt. Ja, ich habe es versucht zu machen und zu tun, damit man jetzt nicht so viel anderes sieht so ringsrum. Aber ihr wisst halt selbst, wie das manchmal ist, ja. Da ist halt, man fängt das halt nicht so ein, wenn man es vom PC direkt halt aufnimmt, ja. Also das ist, man merkt es aber, wie es halt funktioniert, wie es halt aussieht. Der Hobbyfilmer ist hier an der Stelle gefahren und ich habe das Ganze dann praktisch aufgenommen und der meinte halt, es fühlt sich halt an wie Omsi. Wo man bei hier aber sagen muss, das mit der Schwankphysik, die haut hier schon ein bisschen mehr hin. Ja, also wie der ganze Bus so ein bisschen schwankt. Ich habe jetzt natürlich jetzt nicht die gefühlten 20 Minuten jetzt hier aufgenommen, sondern jetzt immer so stückweise. Ich selbst habe es nicht angefasst, weil ja, die Eingabe und die Übertragung stimmte nicht 1:1, weswegen ich da schon, ja, ich sag mal, die Finger davon gelassen habe. Aber so im Großen und Ganzen hat es wohl funktioniert. Die Bremse selbst, die war halt auch noch nicht richtig eingestellt gewesen. Da gab es auch noch so ein paar Sachen. Aber so im Großen und Ganzen sieht man jetzt, man kann mit dem Bus fahren. Und es ist natürlich der MAN-DD, ne, der damit dabei ist. Und das Bild, was wir gesehen hatten, wo eine Straßenbahn vorm Bus stand, ne, das decken wir jetzt auch gleich noch auf. Der Bus steht nämlich damit auf der Karte. Und die Karte übrigens, die ihr hier gerade seht, das ist die Berlin-Karte. Ja? Also da hatte mich nochmal der Steven nochmal drauf hingewiesen, dass es die Berlin-Karte ist. Ja, sonst, wie gesagt, ihr seht es, ne, es ist alles noch Early Access, es ist nichts fertig, der Bus ist noch nicht 100% ausmodelliert. Hier sehen wir nochmal die Standbilder davon. Also wie gesagt, der Bus ist noch nicht 100% fertig. Man hat ja gesehen, dass ja, weder die Tachoanzeige ging noch sonstiges. Ich glaube, das obere Deck ist wahrscheinlich auch noch nicht hundertprozentig ausgebaut. Aber das ist auf jeden Fall das, was uns auf jeden Fall erwartet. Ich finde den Bus ziemlich nice. Hier sehen wir jetzt den Solo-Bus vom Mercedes-Benz. Ja, ich glaube, es ist irgendwie was mit einem EN02. Irgendwie sowas in der Richtung. Und der kommt aber nicht direkt von dem Entwickler von Lotus. Der ist eher jemand anderes dran. Der aber bereits auch schon bekannt ist in Lotus. So. Ja, und sonst ist eigentlich hier soweit alles gesagt gewesen, was wir so auf
dem Lotus-Fan-Treffen so gesehen haben. Hier steht noch drin, das Spiel befindet sich in Early Access. Es sind noch nicht alle Funktionen verfügbar. Systemvoraussetzung, CPU 3 GHz, 4 Kerne, Grafikkarte 1 GB VRAM. Genau. OpenGL 3.3, Arbeitsspeicher 8 GB DDR3. Gratis Benutzerkonto bei Steam und Internetverbindung erforderlich. Aureolus Software GmbH. Dann sehen wir hier noch, wo sie eigentlich mal sitzen. Ja, eigentlich alles eine ziemlich coole Sache. Ich selbst freue mich natürlich auf Streets of Lotus, keine Frage. Ich habe auch versucht zu erfahren, ob es irgendwie schon geplant ist, wann es kommt. Leider, ja, gab es dazu keine Kommentare. Schade. Aber gut, ich habe eigentlich nichts mit anderem gerechnet. Aber von dem, alles, was ich jetzt hier so gesehen habe, von den Add-ons, von ja, den ganzen Lotus, ja, muss ich sagen, hat mich persönlich tatsächlich Hamburg ziemlich angefixt. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig tolles Add-on. Wie gesagt, auch das ist noch nicht ansatzweise fertig, aber wie gesagt, das war, was ich dann so zugehört habe, dass sie da wirklich in irgendwelchen Dokumenten rumfummeln, dass sie da in, ja, irgendwelche Internetseiten sich da erkunden, wo in etwa welches Haus stand und alles sowas. Also das klang auf jeden Fall nach ziemlich viel Arbeit, die man da reinsteckt für so ein tolles Projekt eigentlich, ja. Also da bin ich auf jeden Fall mehr gespannt. Ja, und dann natürlich hier Streets of Lotus, ne, Busfahren endlich in Lotus. Und ich glaube, das wird auch nochmal der nächste Schwung werden, wenn Streets of Lotus denn da ist, wenn man dann endlich Bus fahren kann in Lotus. Dann wird so langsam, aber sicher vielleicht die Community von OMSI vielleicht dann auch endlich den Weg in Lotus finden und dort vielleicht dann noch weiter den Lotus-Simulator aufmischen mit neuen Strecken und Fahrzeugen und so weiter und so fort. Weil Fahrzeuge gibt es ja Genüge. Ja, und das war es eigentlich soweit von den Fan-Treffen, was man auf jeden Fall so sehen konnte. Ja, ihr könnt ja selber mal in die Kommentare posten, ob ihr da wart. Habt ihr selbst Hand angelegt, jetzt zum Beispiel am Simulator, oder habt ihr auch nur eher über die Schulter geguckt? Ich muss sagen, es war auch echt voll gewesen. Also wir sind erst kurz vor Ende, hatten wieder mal so ein paar ruhige Minuten, dass denn sich der Hobbyfilmer mal hinsetzen konnte. Aber sonst war da echt gigantisch viel los da tatsächlich an dem Lotto-Stand. Ja, ich habe eigentlich ein Bild gemacht, das ist leider zu unscharf gewesen. Dann hättet ihr da mal sehen können, wie das da so aufgebaut war. Aber man kann sich eigentlich vorstellen, das war ja ein Tisch mit drei Monitoren und da konntest du dann halt Lotto spielen. Ja, und sonst war der andere Tisch, das war der Verkaufstisch gewesen und dann war es das. Also mehr war da halt nicht, ne? Aber sonst ein wirklich toller Tag gewesen und hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich fand auch die Fahrt, die war sehr angenehm gewesen dahin. Und wenn das sowas irgendwann wieder nächstes Jahr stattfindet, bin ich auf jeden Fall wieder da, wenn es jetzt nicht irgendwo in Köln ist oder sowas, ja. Also dann, nee, aber so wie es jetzt so war, so 2,5 Stunden, 3 Stunden Autofahrt geht schon vollkommen in Ordnung. Ja, nutzt die Kommentarfunktion, wenn ihr mit am Gewinnspiel teilnehmen wollt oder wenn ihr euch einfach so auslassen wollt, denn wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Für das Videomaterial muss ich mich, wie gesagt, jetzt nochmal entschuldigen, dass es jetzt halt nicht so knackscharf ist, wie wenn ich es jetzt vom PC aufnehme. Das, wie gesagt, ist alles vom Handy aufgenommen worden. Eigentlich ein relativ gutes Handy, allerdings sieht das nicht, also teilweise echt verschwommen und alles was. Aber naja, Samsung halt, ne? Was erwartet man? Nein, und wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion, schreibt unten rein, wie ihr das Ganze jetzt so seht. Freut ihr euch auf Streets of Lotus? Freut ihr euch auf irgendein Add-on? Oder was ist eure Meinung dazu? Wie gesagt, nutzt unten die Kommentarfunktion. Und damit verabschiede ich mich hier von dieser Sonderfolge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, Leute, dann lasst den Like da. Und abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Denn hier erfahrt ihr immer alles rund um ÖPNV-Simulation. Würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier definitiv wiedersehen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.